Mostafa Toumi wurde 1937 in der Kasaba von Algier geboren. Schon in jungen Jahren praktizierte er Kunst. Er nahm an Radiospielen teil. Er war auch Redenschreiber und Komponist, Dichter und Maler. Immer seine Tochter sagte über ihn: Mein Vater hat Gemälde gemalt aufbewahrt. Er hätte nie daran gedacht, er zu verkaufen. Er bereitete sich darauf vor, ein Buch über die Geschichte der Amazigh-Sprache vorzubereiten. Kämpfte am 1958 in den Reihen der Nationalen Befreiungsfront. Nach der Unabhängigkeit arbeitete er als verantwortlich für Kulturelle im Informationsministerium und er bildete auch eine politische Partei am 1990.